Die Schale habe ich designt, dann das komplette Grundgerüst, die Radaufhängung. Und das ist jetzt Iteration 56. Dein Ernst? Ja, ich hatte ja schon angekündigt, dass es sich in nächster Zeit hier ziemlich ums Lager und Ausmisten drehen wird. Oh, ich brauche jetzt auch mal wieder ein bisschen Abstand davon. Das war jetzt nämlich doch ziemlich viel. Ich kann dementsprechend aber nochmal darauf hinweisen, dass auf eBay Kleinanzeigen aktuell sehr viel Zeug kursiert, was wir hier loswerden wollen. Das wird auch in nächster Zeit noch mehr werden, weil diese Ausmistung wird auf jeden Fall ein paar Wochen lang dauern und wir werden immer wieder Zeug reinstellen. Ich habe dabei kein System oder keine Vorgehensweise, irgendwie immer Dinge, die mir gerade, ne, die ich gerade in die Hand nehme, wo ich dann merke, ah, das brauchen wir eigentlich nicht mehr, stelle ich dann da rein. Aktuell sind das viele Büromöbel eher, weil wir draußen, drüben unser Büro natürlich noch ausmisten. Aber es wird auch sehr, sehr viel Technisches noch kommen und teilweise ist es auch jetzt schon da. Jetzt gibt's aber für mich erstmal eine Pause. Ich gehe jetzt nämlich nach Berlin. Also ich bin ja wirklich immer, wenn es irgendwie geht, mit der Bahn unterwegs. Ich hasse lange Fahrten. Köln, Berlin würde ich niemals mit dem Auto fahren, wenn ich nicht das ganze Equipment mitnehmen müsste. Bahn geht auch mal schief, I know. Aber es soll jetzt 7 Stunden regulär dauern, von Köln nach Berlin zu kommen. Mit dem Ding brauchen wir immer noch ein bisschen länger. Plus Pausen, plus am Ende wahrscheinlich Parkplatzhorror. Ich hoffe, es ist es wert. Es steht nämlich eigentlich ein cooles Projekt an. Nee, erzähle ich euch gleich. Na gut, ich nehme die Kamera besser mit, oder? Boah, Junge. Ja, und so schnell ist dann halt 19 Uhr. Ey, war eine lange Fahrt. Aber Berlin. Im Vornamen? Mario. Für 2 Nächte, richtig? Genau, ja. Super, dankeschön. Gleichfalls. Cool. Also ein Hotel mit Küche hatte ich jetzt auch noch nie. Ist irgendwie so eine Mischung aus Hotel und Apartment in einem irgendwie. Es ist wie gesagt schon nach 19 Uhr, aber ich bin ja nicht umsonst so früh nach Berlin gefahren, weil man kennt ja hier dann doch mal Leute und ich hoffe, dass ich noch jemanden treffen kann. Hi. Hallo. Bist du schon da? Ja, bin gerade angekommen. Jo, bis gleich. Ciao. Wieder, ciao. Okay, also irgendwie muss man hier bei diesen neumodischen Klingeln den Namen Ruftaste drücken, um Teilnehmer zu rufen. Eintippen. Also. Sie haben angeläutet. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton. Tür geöffnet. Was ist das, Alter? Alter. Namen eintippen und so. Ja. Ist das wirklich besser als einfach so eine Klingelanlage? Es ist angeblich eine Wohnung, aber Yannick hat hier irgendwie alles eingeleuchtet und es steht überall Equipment rum. So ein bisschen, geil, oder? Einfach so ein eingeleuchtetes Vlog-Setup hier. Danke, Yannick. Okay, was ist das? Ich zeig dir jetzt meinen selbstgebauten Slider-Prototyp. Ich mag's, dass es ein Prototyp ist. In CAD designt und 3D gedruckt und mit Standardteilen aus dem Baumarkt selber gebaut. Und jetzt nochmal für Normalmenschen? Alles ist selber gemacht, bis auf Schrauben und Edelstahlrohre. Okay. Holz gekauft, zugeschnitten, die Schale habe ich designt,
dann das komplette Grundgerüst, die Radaufhängung. Und das ist jetzt Iteration 56. Dein Ernst? Ja. Aber du hast nicht 55 Slader gebaut, oder? Nee, oder ich sag mal von der Designstufe her. Ich habe aber halt, keine Ahnung, jede 20. oder so habe ich halt gedruckt und getestet. Den Rest habe ich alles in 3D am Computer gemacht. Und was kostet das jetzt in der Form? Also im Eigenbau, nicht im Verkauf? Im Eigenbau kostet das jetzt um die 250, 300 Euro. Weil ich Edelstahlrohr genommen habe, weil ich Gewicht wollte. Ja, man könnte auch günstige Slider, die kein Gewicht haben. PVC-Rohre. Die machen den und das wollte ich nicht. Deswegen habe ich halt Edelstahlrohr gekauft und das war das Teuerste. Ich mag's. Und du so. Die Leute sagen in den Kommentaren bestimmt, ich bin voll der Messi. Nice. René hat mir letztens erzählt, dass du doch deutlich mehr YouTubes, als ich das bisher auf dem Schirm habe. Ich glaube, ich muss dir mal folgen. Was kann man bei deinem Kanal sehen? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich ist unser Ziel, wir wollen immer mal wieder ein paar kleine Kurzfilmszenen machen, so als einfach nur Mini-Passion-Projekte, die man an so einem Tag umsetzen kann. Gab's da nicht schon mal was auf diesem Kanal auch zu sehen? Jetzt kann ich, okay. Also ich bin in Berlin, weil morgen ein Musikvideo ansteht, was ich nicht selber drehe und produziere, sondern ich wurde gebucht von Mia Kowitzki als Oberbeleuchter. Und es ist ein Studiodreh, den ich recht aufwendig finde vom Aufbau her. Deswegen habe ich gesagt, ich brauche noch jemanden dafür als Beleuchter und habe den Yannick gefragt, ob er Zeit hat, denn er wohnt in Berlin. Yannick kennt ihr, wenn ihr die Vlogs schaut, auf jeden Fall. Genau, und mein Apartment ist nur ein paar Minuten von hier und ich habe mir sagen lassen, wir gehen jetzt noch Spezi trinken. Das war ich nicht. Da warst mal alles so meine Wohnung. Ich war das nicht. Stativschrauben. Ich hoffe, das ist nicht meine. Wäre so geil, wenn ich jetzt nach Köln zurückkomme und dann meinem Sachtler fehlen irgendwie Schrauben. Spezi? Spezi. Das wird jetzt, ne? Cheers. Man. Hast du Kartoffelsuppe? Ich glaube, wir haben schon aufgerissen. I'm sorry. Aber wir haben noch andere Leckereien. Geil. Kommt rein! Marius. Hi, na? Hi. Also, es sind mittlerweile bestimmt 20 Minuten vergangen, in denen wir gequatscht haben. Es ist 12 Uhr nachts. Mirko hat mich hergelockt mit den Worten, es gibt lecker Kartoffelsuppe. Die gab's auch, die war echt lecker. Es gab nur keine mehr für mich. Wenn der Junge hier kurz vor 12 auftaucht, dann ist klar, dass es schon aufgegessen ist. Ich bin mit hungrigem Bauch gekommen. Ich habe jetzt ein Brötchen bekommen. Ich habe mich komplett vollgesaut damit. Kommt wieder an. Macht ein Schwein. Also wirklich. Egal. Tschüss. Morgen wird besser. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ich habe keine Zahnpasta dabei. Ich habe welche. Also wenn schon nicht die Kartoffelsuppe, dann Zahnpasta. Nice. Oder? Lass dir schmecken. Nee. Wenn ihr diesen Clip hier seht, dann heißt es, ich bin ein absoluter Depp und habe vergessen mal zu erzählen, warum wir überhaupt hier sind oder zumindest es anzuteasen. Wir drehen ein Musikvideo morgen hier in Berlin. Mirko hat mich... Doch, ich habe das erzählt, ne? Ja, ich habe das erzählt, dass ich bei Yannick war. Dann seht ihr diesen Clip hier nur, weil ich es total dämlich finde, wie dämlich ich bin, dass ich nicht mal mehr weiß, was ich erzählt habe. Ein anstrengender Tag, auch wenn das natürlich nicht so wirkt, weil ich 7,5 Stunden Auto fahren... Cool, man sieht hier mein Kamerasetup, wie ich 7,5 Stunden Autofahren übersprungen habe. Morgen Set-Vlog.